Das Böse begrüßt euch heute herzlich zurück hier bei Alkahest und wir befinden uns hier tatsächlich in der Unterwelt. Denn wir sind in der letzten Folge gegen Gordon siegreich gewesen und konnten dann dieses Dämonenportal betreten, das uns hier hingeführt hat. Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, was hier im Detail auf uns warten wird. So richtig habe ich keine Idee. Also es hieß irgendwas mit einem Spiegel und so und dass wir den attackieren müssen. Nun weiß ich aber nicht, ob das hiermit zusammenhängt. Aber tatsächlich, wir müssen hier rein. Und was erwartet uns? Da ist er. Was? Ich mache ja gar keinen Schaden. Was ist das denn? Ich mache überhaupt nichts an Schaden. Was ist denn das? Okay, warum mache ich keinen Schaden? Oder nur so mickrig? Da habe ich gerade mal ganz gut getroffen. Weg. Warum treffe ich ihn dann nicht? Das ist wie bei Babylon, ey. Ist ja ekelhaft. Warum? Ich verstehe es nicht. Das muss ich von unten immer. Oder wieso? Ach so, alles klar. Alles klar, dann habe ich ihn verstanden jetzt. Und... Lass mich mal in Ruhe. Scheiße. Na, wo ist er? Da. Ich könnte jetzt natürlich mal wieder auf Erlakschilds Heilung zurückgreifen, aber ich weiß nicht, ob ich das möchte. Er beschwört noch mal wieder neu, der Sack. Was ist das überhaupt für ein Guardian-Ding? Also bringt das alles nichts. Na? Yes! Sehr gut. Stage 8. Okay. Oh mein Gott. So, you're finally here. Wield of the Guardian Blades. However, you will not leave the underworld alive. Ich hätte gerne wieder Nevis bei mir. Und hier? Zurück kann ich nicht. Babylon ist also auch wieder da. Folglich werden wir wahrscheinlich auch gegen ihn wieder antreten müssen, schätze ich mal. Was? Oh, neues Leben schon wieder? Das ist cool. Ich weiß jetzt nicht, was diese ganzen Öffnungen sind, ob das tatsächlich... Teleportmöglichkeiten darstellen soll. Oder was konkret das jetzt eigentlich ist. Hier ist... Okay, ist wieder ein Teleport-Ding. Nope, das heißt, da gehe ich jetzt noch nicht lang. Whoop. Gott sei Dank sind die One-Hit aktuell. Und wir haben auch eine geile Rüstung noch bekommen. Die macht uns das Ganze ja auch noch ein bisschen angenehmer. Gleich mal schauen hier. So, was haben wir denn hier? Was ist das? Okay, das ist nichts, womit man irgendwie vorwärts kommt, wie es scheint. Hätte ich jetzt ehrlich gedacht, dass das hier so ein
Teleport irgendwas ist, aber nein. Okay, dann muss ich tatsächlich diesen anderen Teleporter nutzen, der da hinten war. Oh, sehr schön. Das ist echt gut hier. Dass man sich hier so relativ einfach durchkämpfen kann. Ist zwar eine sehr, sehr große Gegnermenge da, aber die sind halt nicht besonders stark, Gott sei Dank. Auch das hier kommt überhaupt nicht dem Bild gleich, das ich so ein bisschen im Kopf habe von so einem, von so einer Underworld. Wisst ihr, wie ich meine? Komme ich so nicht weiter, also müssen wir hier rauf. Ach. Bist du unverwundbar oder so? Ne, Feuer hatten wir gegen den genommen, ne? Glaube ich. Wie war denn das nochmal mit dem? Genau. Lass mich in Ruhe. Der war ja dieser Drache, der diesen doofen Fluch auf Alexche gelegt hat. Sie quasi versteinert hatte. Und das war's. Okay. Okay. Hier wird es dann jetzt gleich schon wieder viel härter. Ach du Scheiße. Na, das verspricht ja noch. Wow! Sehr interessant zu werden. Okay. Das kommt schon eher dem Bild nahe, das ich so im Kopf habe, wenn ich an Unterwelt denke. Wenn ich ehrlich bin. Okay, hier ist wieder ein Teleporter. Bevor ich da aber reingehe, möchte ich natürlich erstmal gucken, was hier jetzt noch ist. Oh oh. Das war sehr, sehr knapp, aber gut. Nur sowas heißt, ich habe jetzt hier keinen anderen Weg als den. Oh Gott, ja, was für ein Boss könnte jetzt hier noch warten? Die Frage ist, möchte ich das eigentlich wissen? Ich glaube nicht, aber egal, wir versuchen es. Oh nein. Auf einer ganz engen Fläche jetzt mit Gordon. Na, so habe ich mir das ja jetzt hier nicht vorgestellt, wenn ich ehrlich sein darf. Oh mein Gott. Das konnte jetzt auch wieder nur so eine Scheiße dabei rauskommen hier. Oh oh. Hallo, geh doch mal auf diesen Drecksteleporter, du Horst. Bitte. War aber schon in Ordnung wieder, was sie abgeluchst hat. Nur diese eine Phase jetzt bei ihm? Will ich fast gar nicht vorstellen. Bitte. No. Oh, Alter. Macht er sowieso gleich wieder? Ja, das war klar. Gehst du mal da rauf? Trottel, ey. Ich muss... Oh mein Gott, ich muss heilen ganz schnell. Alex, bitte. Danke. Genau, danke.
Los. No. Danke. Machst du gleich nochmal, oder was? Hm, dachte ich mir. Schnell rauf da. Oh Gott, das war aber sehr gut, dass er das jetzt direkt so nochmal gemacht hat. Komm, Guardian. Gib alles. Dankeschön. Sehr gut. Sehr wichtig. Okay, ja. Das ist eindeutig. Unterwelt. Ich ärgere mich, dass ich den Holy Cup verbraten habe. Oh Gott. Die ist hier nur ein... Alter! Holy Cup drin sein können? Oh mein Gott. Okay, warte, ich muss noch mal schnell heilen. Bitte, Electrode, tu das mal. Danke sehr. Wenn mir das gegen den Strich geht, meine ganzen SP für so eine Scheiße mal aufzubrauchen hier. Toll, da waren jetzt, war jetzt ein SP, den ich natürlich nicht mehr kriege. Kennt man ja. Nein! Oh, scheiße, Mann. Ich hasse das. Ein MP. Das ist... Oh, okay, da ist direkt die nächste. Teleportmöglichkeit. Ja, wer weiß... Dieser komische Metalcrawler fehlt auch noch. Sarah alleine fehlt eigentlich auch noch mal. Gibt's da nicht noch mehr so eine komischen Experten? Ja, Babylon fehlt ansonsten aber auch noch mal. Geil, SP. Sonst habe ich SP ja fast immer voll, aber dadurch, dass ich gerade ja auch nochmal gegen Gordon angetreten bin, ist das alles nicht mehr so bestens aufgefüllt. Oh, geil, Leben. Hier war jetzt nichts weiter, ne? Schade. Schade, dass hier jetzt nichts Geiles noch war. Wenigstens sehen meine Leben generell noch ganz gut aus. Meine Lebensenergie jetzt mal hält sich in Grenzen. Und nein, ich möchte eigentlich jetzt nicht schon wieder heilen. Das ist eigentlich nicht so mein Wille. Ich möchte eigentlich gerne nochmal SP haben, wenn es nichts ausmacht. Offensichtlich macht es was aus. Scheiße echt. Ich möchte nicht dauernd heilen müssen, ey. Jetzt bleibt mir aber schon wieder nichts mehr anderes übrig jetzt. Heil bitte einmal, Electrode, dankeschön. Kann man eigentlich froh sein, dass der Schaden, den die Gegner machen, schon halbiert ist.
Stellt euch mal vor, ich hätte das jetzt nicht gehabt, dieses Extra. Wie heftig dann das gewesen wäre, was ich jedes Mal verloren hätte an Lebensenergie. Ich will wirklich eigentlich nur SP haben. Damit ich mich heilen kann. Immer wieder. Triffst du mal? Danke, Nevis. Wirklich viel nett. Viel nett. Sehr nett. Vielen Dank, wollte ich eigentlich sagen. Viel nett. Nein. Oh, noch ein SP. Super. Ab und zu kommt dann ja doch mal einer durch, Gott sei Dank. Yes, da war noch einer. Sehr gut. Von der Erfahrung, die man hier so kriegt, mal ganz abgesehen. Es geht aber eigentlich hier. Wie viel ist man auch unverwundbar, wenn man diese aufgeladene Attacke nutzt, habe ich so das Gefühl, ne? Kann das sein? Ich möchte mich darüber um Gottes Willen nicht beschweren, aber es ist mir gerade aufgefallen. Dass ich eigentlich voll in seinen Mundgeruch reingeslidet bin. Und trotzdem keinen Schaden genommen habe. Brauche ich eigentlich nicht, aber egal. Ganz schön übel, wenn auf einmal mehrere Gegner kommen, die gleichzeitig auf einen eindreschen wollen. Ja, ich weiß nicht. Ich traue mich irgendwie nicht weiter. Vielleicht habe ich schon wieder 9 Leben. Natürlich sehr begrüße, logischerweise. Sehr schön, dann kann ich mich noch einmal heilen. Sehr gut. Ich kriege hier gleich nochmal schnell ein SP, dann wäre ich komplett voll aufgefüllt. Nee. Schon. Oh Gott, ich bin voll in der Mitte durch bei beiden. Hallo, lass doch mal SP liegen, bitte. SP liegen lassen. Ich meine, habe ich jetzt auch gleich noch das nächste Leben? Jetzt. Sehr schön. Ich weiß, es ist nicht allzu spannend, jetzt hier das Gefarme sich mit reinzuziehen, aber egal. Ich fühle mich dann besser und das ist doch auch was wert. Euch vielleicht nicht, so weiß ich nicht, aber mir. Immer ein MP, aber ich brauche ein SP. Ein MP habe ich. Gerade zumindest komplett. Ich könnte aber fast wetten, dass Babylon auch noch wartet. Also der Metal Crawler noch. Und Babylon halt. Der ja quasi direkt nach dem Metal Crawler kam. Den er ja so ins Leben gerufen hatte. Bei Sarah alleine, diese Chimärenform, die fehlt auch noch. Zumindest eigentlich. Jetzt weiß ich aber nicht, ob die hier auch vorbei ist. Oder ob das dann zu weit gehen würde. Hallo, triff mal bitte.
Das war aber kein SP. Das war irgendwas, das ich gerade eigentlich nicht brauche. Haha. Hallo, ich möchte bitte SP immer noch. S, nicht M. Kein SM hier. Komm schon. Mann, ich will nur einen einzigen SP noch haben, damit ich wirklich komplett voll da bin. Oh, Lebensenergie kriege ich jetzt. Was ist denn jetzt los? Huah! Nee. Ist ja toll, aber das brauche ich gerade nicht. Weil ich kann mir Alexe beschwören. Beziehungsweise sie darum bitten, dass sie mir hilft. Da haben wir es doch. So. Dann wollen wir mal. Ach ja. Stimmt, den gab es ja auch noch. Aber mit dem Durchbrettern ist aber auch geil. Okay. Komm. Stimmt, den hatte ich mir total vergessen, dass es den auch noch gab. Total verdrängt. Na, mein Freund. Was machst du da jetzt? Chillst du jetzt dein Leben, oder was? Tschüss. Gott. What? MP. Ich habe gar keine benutzt, aber egal. Nehme ich trotzdem. Was? Schaden genommen? Oh nein. Das läuft ja schon wieder gar nicht gut. Also, Alexel, Heilung, bitte. Vielen Dank. Nevis. Sieht richtig geil aus hier. Das ist genau das, was ich mir unter einer Unterwelt vorstelle. Also so ein Dämonenhochburg quasi. Genauso in etwa müsste das aussehen. Sonst. Das kann man die noch nicht ernst nehmen, die Dämonen. Die in so einer Glitterwelt leben hier. Was? Ich meine, da habe ich nichts gegen, um Gottes Willen, aber... Ne, okay. Kriege ich sowas für meine Dings auch nochmal? Ja! Wie geil! Da ist jetzt aber garantiert Babylon hinter, oder? Also... Oder halt erst Metal Crawler. Ich weiß nicht. Könnte eigentlich beides passen. Ich freue mich, dass ich jetzt noch ein Live-Orb bekommen habe. Über den Soul-Orb natürlich auch, aber Lebensenergie finde ich halt immer noch ein Zacken geiler, ne? Alter. Ja gut, Alex Shell, bitte heil um mich einmal, Baby. Mit Schnuggiputz. Vielen Dank. Ich hätte es jetzt aber immer noch am liebsten, wenn ich jetzt die SP auch voll hätte. Aber egal, man kann nicht alles haben. Geh weg. Und Babylon? Da wollen wir mal. Ich denke mal, dass die Babylon wartet. Natürlich. Das dachte ich mir. Ich kann hier wieder überlegen, ob ich den Wind Guardian nutze hierfür. Also diesen Anzug quasi vom Wind Guardian. Aber ich dachte mir, vielleicht mag er Erde auch nicht so.
Und danach kommt dann seine zweite Form wieder. Also das mit dem Kopf. Oh, scheiße. Okay, also ich mach das lieber wieder mit dem hier. Wenn ich ihn denn irgendwie mal... Warum, Alter? Der steht hier hinten, Trottel. Nimm mal einen Schädelspalter, der nicht durch den Schädel geht. Porte dich doch nicht weg, du feiges Stück. Ich glaube, da habe ich ihn richtig geil getroffen gerade. Kann das sein? Oh. Gott sei Dank hat er mich damit jetzt nicht erwischt. Schädelspalterino Deluxe. Deluxe, ja genau, Deluxe sollte es heißen. Alter, porte dich doch nicht, du feiges Stück. Aber ihr habt recht, er erinnert wirklich sehr an Oberteufel Piccolo. Gute alte Dragon Ball Zeit. Hab ich auch ewig nicht gesehen. Ich habe es geliebt ja als Kind, ich weiß aber davon nicht mehr so viel leider. Gott, das war doof. Er steht immer so kurz nur da, der Trottel. Man trifft ihn halt immer nicht. Oder zieht ihm halt immer nur so ein bisschen Scheiße ab. Was machst du denn da, Alan? Der Trottel steht da in der Ecke. Auch schon mal bemerkt? Da habe ich ihn zwar getroffen, aber ihm nicht viel abgezogen. Was eigentlich super schade ist. Oh, jetzt kommt wieder diese Scheiße, ja. Kennt man ja. Jetzt geht's los, wo ich am Arsch bin. Ich hätte jetzt natürlich schon meinen Guardian einsetzen können. Jetzt weiß ich aber wiederum nicht, ob ich das tun sollte. Weil so tragisch ist diese Form halt eigentlich nicht. Alter, wie ich ihm einfach mal so gut wie keinen Schaden gemacht habe gerade. Wieder Schwert voll in der Birne versenkt, aber hey. Das ist echt doof. Ja, mach das halt mal wieder. Ja, kein Ding. Hör mal auf. Ach, mach dir das jetzt mehrfach. Uah! Du Arsch. Dann springst du ausnahmsweise mal in die richtige Ecke. Meine Fresse, bist du geil. Ich möchte mich eigentlich auch jetzt nicht heilen unbedingt. So, bitte. Bitte. Guardian, mach mal hin jetzt. Prügel den mal ein bisschen. Guardian! Ging beim ersten Mal wie besser, muss ich ja zugeben. Finde ich, oder? Komm schon, einmal noch. Und Sage Stone. Jo. Und damit hätten wir Babylon ein zweites Mal besiegt. Yipsie. Oh mein Gott. Wieso nur habe ich das dumpfe Gefühl, ich bin gerade auf dem Weg zum Finale. Elixier. Ja. Sage Stone. Ich glaube,
Es wird jetzt Alkahest auf uns warten. Irgendwie habe ich das Gefühl, weil wir haben Babylon jetzt ein zweites Mal bezwungen und dieses Tor, ja, sieht schon so endgültig aus. Und ja, das machen wir auch jetzt noch. Ich trinke immer schnell einen Schluck.